Moin Leute, bevor wir anfangen, muss ich sagen, ich bin sowas von angepisst. Ja, da bekommt man so Sprüche zu hören, ja wie, ja, das Internet, die Gratiskultur, das Internet ist nicht umsonst, bla bla bla. Sowas muss man sich echt anhören. Telekom, die Scheiß, da sieht man tatsächlich so einen Scheiß Telekom-Manager, der sagt, ja, das Internet, diese Gratiskultur geht uns voll auf die Nerven. Das geht auch nicht, dass im Internet alles umsonst ist. Deswegen muss man jetzt die Preise erhöhen. Also Volumentarife. Also, liebe Telekom, diese Gratiskultur. Also ich wüsste nicht, dass mein Internetanschluss bisher umsonst war. Ich habe jeden Monat 45 Euro bezahlt. 45. Das sind 90 Mark, das sind 90.000 Lire. Ich zahle also jeden Monat 45 Euro für meinen Internetanschluss, der mehr und weniger funktioniert. Ihr wisst schon, Telekom halt. Und dann bekommen wir so Sprüche reingedrückt. Ja, diese gratis Internetkultur. Ja, wir können diesen... Ja, es geht nicht mehr, dass die Leute alles gratis wollen. Wo zur Hölle bekomme ich gratis einen Internetanschluss? So ein Scheißdreck. Ich habe noch nie in meinem Leben gratis Internetanschluss bekommen, noch nie. Ich habe immer dafür bezahlt. Und dann bekommen wir so Sprüche wie, das ist diese gratis Internetkultur, so ein Scheiß, fickt euch ins Knie, Telekom. Mein Anschluss ist jetzt gekündigt. Ja, natürlich wird es bei den anderen Internetanbietern eh nicht besser sein, aber ich sag mal so, wenn die von der Telekom ein solche Scheißsprüche reindrücken wie, ja, hier bei uns gibt's nichts mehr umsonst, ja, ey, da könnte ich nur sowas von reinhauen. Okay, also Telekom-Anschluss ist gekündigt. Läuft zwar noch ein halbes Jahr, aber dann bin ich schon mal weg und tschüss Telekom. Ja, also okay. Aber jetzt sind wir hier bei dem Spiel Realms of the Ancient War. Ein Diablo 2-artiges Spiel, nicht ganz so gut wie Diablo 2. Also, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich wollte es mir schon länger kaufen, aber die negativen Bewertungen habe ich immer abgeschreckt. Ja. Das Spiel hat sehr viele negative Bewertungen, sehr viele. Aber ich habe mir gedacht, es war gerade im Angebot für 4,99. Da habe ich es mir mal geholt. Und dann werde ich es jetzt einfach mal spielen. Und dann Leute, die halt nicht ganz so negativ über das Spiel geschrieben haben, haben halt gesagt, ja, das Spiel ist ja irgendwie Diablo 2 mit ein bisschen besserer Grafik. Also nicht ganz so toller Grafik, aber ein bisschen besser als Diablo 2. Und es ist halt ein typisches Hack and Slay. Keine tolle Story, aber Hauptsache Monster kloppen. Also was ich einen Nachteil schon mal finde, ist, man kann es irgendwie nur in Koop zu zweit spielen. Also nicht wie Diablo mit mehreren Spielern. Aber ja. Kann man ja auch Singleplayer spielen, Hack and Slay macht ja auch Spaß. Aber ein Vorteil hatte ich schon mal, es gibt kein Real Money, aha, kein Echtgeld, aha. Das ist uns insofern gut. Dadurch, dass es kein Real Money AHA gibt, müssen ja die Items echt mit dem Spiel droppen, die man braucht. Und das ist dann wieder das Erfolgserlebnis höher. Weil bei Diablo 3 ist es ja so, da droppt alle paar Schaltjahre mal was für ein und dann, naja, da fehlt halt immer das Erfolgserlebnis. Aber wie gesagt, ich fange einfach mal an. Ich habe das Spiel noch nicht getestet. Naja, okay. Bestenlisten. Achso. Die haben eigentlich 5 Millionen Punkte. Naja, was auch immer. Also eine Bestenliste gibt es da Erfolge. Achso, da habe ich noch keine. Na, ist ja scheißegal. Erfolge ist für Leute mit kleinen Penisse. Also okay. Mitwirkende, was haben wir da? Focus on Interactive Presence, The Ancient War. Oh, das gefällt mir immer, wenn da noch ein paar Artworks dabei sind. Guck ich mal kurz an. Okay, jetzt wollen wir aber nicht übertreiben, jetzt wollen wir auch mal spielen. Also ich sag mal so, wenn mir das Spiel gefällt, dann spiele ich es durch. Und wenn nicht, dann nicht. Also da kann man bis zu 10 Spielplätze erstellen anscheinend. Dann nehme ich mal Steckplatz 1. Jetzt lädt das Spiel.
La 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 la. Fuck you Telekom, fuck you Telekom, fuck you Telekom, fuck fuck fuck. Fuck you Telekom, fuck you Telekom. Oh, ah, okay. Also drei Klassen gibt es in dem Spiel, das habe ich schon mal gelesen. Das ist der Zauberer. Der Zauberer kann besonders zerstörerisch angreifen, aber nur leichte Rüstung tragen. Er gilt als Angriffsspezialist mit dem größten Mana-Vorrat. Aber als leicht verwundbar im Nahkampf. Ein kräftigster Krieger ist ein Experte im Nahkampf. Er kann die besten Waffen und Rüstung handhaben. Hat aber eine begrenzte Angriffsreichweite. Er wird noch gefährlicher, wenn er verwundet ist. Okay. Die Shogun ist eine vielseitige Heldin, die deutsche Bogenlederrüstung handhaben kann. Sie besitzt äußerst nützliche Effekte, die ihre Fähigkeiten verstärken. So wie eine einzigartige Tarnfähigkeit, die sie nahezu unsichtbar macht. Ich als mächtigster Magier aller Zeiten werde natürlich den Magier spielen. Ah ja, und je nach Klasse hat man auch ein anderes Startgebiet. Das habe ich auch schon mal vorab gelesen. Also das Startgebiet unterscheidet sich bei jeder Klasse. Geschwindigkeitsgrad einfach. Wenn du zum ersten Mal ein Hack and Slash Game spielst, heißt es nicht Hack and Slay? Naja, keine Ahnung. Normal, ein Spiel soll mehrere Schlachten und Herausforderungen beinhalten. Heldenhaft. Du bist eine lebende Legende und suchst Herausforderungen, die deinem Ruf gerecht werden. Ich nehme einfach mal normal. Normal. The continent. A land divided into four cardinal realms, where humans, dwarves and elves used to live in peace until the advent of chaos, for reasons forgotten by all. The continent was locked in war, driving the inhabitants to slaughter each other for almost two decades. As the war bogged down, the Northern King petitioned for a truce and summoned the kings of the East, South, and West to the Temple of Heroes at the next solstice. The other kings answered his call and headed to the sacred site in the hope of finding a peaceful outcome to their conflict. Shortly thereafter, the three kings returned to their lands, haggard and injured. The Northern King was never to be seen again. On returning, the kings proved incapable of speech and remained prostrate, absent of spirit. Although their return put an end to the war, no one knew what to do next. Since that time, the realms have been left to their own devices. As the 10th anniversary of the summoning of the kings appears on the horizon. Habt ihr euch die deutschen Untertitel durchgelesen? Wenn man es nicht übersetzt kann, dann lässt man es so bitte einfach. Da stand gerade dort, der König verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ich finde es ja schön, wenn da wenigstens deutsche Untertitel drunter stehen, aber bitte übersetzt es doch richtig. Statt der König verschwand auf Nimmerwiedersehen, hätten wir auch schreiben können. Der König war für auf immer verschwunden, aber... Oh, oh, es geht los. Okay, jetzt geht's ohne Sprachausgabe weiter. Oh, fuck you, jetzt muss ich auch noch vorlesen. Ah ja, also wenn diese Scheiße... Jetzt konnte ich es nicht vorlesen. Okay. Falls diese ruinöse Schrift oder jedoch eine Fälschung ist, dann wird ein gewisser Händler bald etwas erleben. Okay, so erstmal gucken. Kann ich mit der... Kann ich ranzoomen mit dem Mausraten, ne? Aber... sieh doch... Ah ja, das ist ein Händler. Das hat der Händler, das haben wir. Okay. Da haben wir einen Feuerball, das haben wir da. Was ist das? Was ist das? Was haben wir auf der 1? Was war das? Was war das? Ah, das ist unser Charakter. Mal gucken.
Stoßwelle. Da machen wir Schaden im Bereich vor uns. Feuerball, ja, Feuerball ist klar. Giftfolge erzeugt eine Giftfolge um dich herum. Okay. Mana-Erhaltung passiv. Aufgabe, die Schriftrolle, die dich auf deinem Schwarzmarkt kaufte, weist auf die Stelle eines alten Artefakts, das in diesen Ruinen verborgen liegt. Ich muss weiterziehen, die Gasse der Toten werden nicht gern gestört, besonders nicht von Dieben. Moment mal. Fähigkeiten. Ach so, ich muss von links nach rechts gehen. Ah, okay. Für die Fähigkeiten brauche ich Level 10, für die Level 20. Ja, das habe ich schon gelesen, da gibt es nicht so viele Fähigkeiten in dem Spiel. Naja. Naja, ich fange einfach mal an. Drücke Dinge Masters, um mit jemandem zu sprechen. Eine Truhe oder Tür zu öffnen. Oder um von Feinden zurückgelassene Gegenstände zu erbeuten. Zaubertränke und Gold werden automatisch erbeutet. Okay. Kann ich das irgendwie anlegen? Scheiße, jetzt habe ich einen Trank verschwendet. Aha. Man muss Doppelklick machen, um das anzulegen. Doppelklick, aber... Das ist ja schon... Tonne mit Waren. Kann ich die öffnen? Nö. Jetzt habe ich einen Trank verschwendet. So ein Scheiß. 3 sind Heiltränke, 4 sind Mana-Tränke. Okay, da haben wir Fledermäuse. Der Zauber kann auf 2 Arten angreifen. Auf weiter Entfernung, Feuerbälle, Blitzschläge oder aus kurzer Entfernung, Stoßwelle, Energiewelle. Schlag auf linke Maustaste, um einen Feuerball auf eine... Wieso verschwindet das automatisch? Ich wollte es fertig lesen. Wieso verschwindet das automatisch? Ich konnte es nicht lesen. Also, dafür gibt es schon mal einen Punktabzug, dass man die Texte nicht zu Ende lesen kann. So nicht. Ah, da war ein Spinnen, das muss ich erst kaputt machen. Wenn du ein Level erreichst, verbessert sich deine Charaktereigenschaften. Zudem erhältst du einen Fähigkeitspunkt, der ins Spielpanel übertragbar ist. Drücke I, um das Spielerpanel zu betreten oder zu verlassen. Nutze im Spielerpanel Shift oder ja, die Kreuze da halt, um zwischen den 3 Tabs zu wechseln. Das erste Heft zeigt ein Inventar oder ein Okay. Fähigkeiten. Ein Punkt habe ich. Du kannst kleine Mengen Mana sofort wieder herstellen. Energieschild. Zeigt einen kleinen Energieschild, der deinen geringfügigen Teil der den Schaden absorbiert und in Mana umwandelt. Als Feuermaster kannst du einen verhindern mit Meteor werfen, um mehrere Feinde durchzudringen. Aha. Ich mach mal. Hä? Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ah, Doppelklick mit der linken Maustaste. Ich habe Rechtsklick gemacht. Ah, auf Rechtsklick kann man die festlegen, wo das sein soll. Okay. Okay, deine Feuerbälle können normale Feuerschaden zufügen und mehrere Feinde in Brand setzen. Okay.
Es ist verschlossen. Ja, und nun? Also die armen Fledermäuse, die tun mir so leid. Wieso müssen wir die töten? So. Kann man da was machen? Gibt es eigentlich irgendwie eine Karte oder so? Oh, da war ein Spinn, das habe ich gar nicht gesehen. Beutel mit Münzen. So. Was hat das? Rüstung 24, Ausdauer 2. Okay. Lalalala. Nur ein besonderer Schlüssel kann diese Gruft öffnen. Ja, was müssen wir jetzt eigentlich nochmal machen? Kartenmenü. Level verlassen und Karte zurückkehren. Nö. Nö. Zeigergröß Leichenbestatter ist ein antikes Artefakt bekannt, das hier vergraben sein soll. Etwas Ungewöhnliches. Ich bedauere, Herr, wir haben hier nichts von Interesse für einen Edelmann. Nur das Mausoleum. Das ist ein böser Ort, ganz bestimmt. Vielleicht findest du dort, was du suchst. Seine Tore öffnen sich nur, wenn du drei Schlüssel aus den drei Gruften holst. Ich kenne keinen, der jemand. Jetzt müssen wir aus drei Gruften drei Schlüssel besorgen, damit wir die große Gruft aufbekommen. Manche Umgebungen sind in Zonen unterteilt. Die Verbindung zu einer neuen Zone wird mit einem beweglichen Pfeil dargestellt, dessen Richtung du folgen sollst. Okay. Du hast soeben einen Checkpoint betreten. Wenn du stirbst, stehst du auf den zuletzt aktivierten Checkpoint wieder auf. Die Wiederbelebung kostet... Ich konnte es wieder nicht lesen, so eine Scheiße! Du kannst bis zu 19 Steine besitzen. Solltest du keine 10 Steine mehr übrig haben und sterben, ist das Spiel verloren. Wenn ein Spieler in einem Multiplayer-Modus stirbt, beginnt der Countdown von 5 Sekunden. Wenn der Spieler diese 5 Sekunden überlebt, steht er unverzüglich wieder dort wieder auf, wo er gestorben ist. In diesem Fall wird deine 10 Steine verbraucht. Sterben jedoch beide Spieler, wirst du auf Kosten des 10 Steine zum letzten Checkpoint zurückgebracht. Echt so ein Scheiß! Wieso verschwinden die Questtexte automatisch und wieso läuft das... So ein Scheiß. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Und ja, das Spiel ist erst... Wie alt ist denn das Spiel? Ein halbes Jahr? Ich glaube, das Spiel ist erst ein paar Monate alt oder so. Oh, jetzt geht's wohl zur Sache. Jetzt geht's zur Sache. Oh, wir haben hier noch eine Giftfolge. Ah. Da haben wir eine Truhe mit irgendwelchen Scheiß. Was ist denn das? Rohlederer Maschen Level 3. Schlüssel, Schlüssel.
Gott, wir werden alle sterben. Das ist. Ich hab keine Lust mehr. Mächtigere Feinde werden rot umrandet dargestellt. Solche Feinde sind eine größere Bedrohung, aber sie geben oftmals höhere Belohnung frei. Bereite dich lieber gut vor, bevor du ihnen entgegentrittst. Der Arzt. Der ist der Quest schon wieder automatisch verschwunden. Wer wagt es mich zu stören? Stirb. Oh Gott, es ist ein Licht. Oh Gott. Mach ich halt einfach mal auf Dauerfeuer. Das klappt dann schon. Oder ich weiche einfach mal aus um die Ecke. Oh, ist er schon tot? Oh, jetzt kommt sie von zwei Seiten. Ich bin überrascht. Ah, das Skelett stand nur auf K in der Ecke. Okay. Aufgabe aktualisiert. Och, nö. Aufgabe. Ah, den ersten habe ich gefunden. Jetzt noch zwei. Jetzt müssen wir noch zwei Zugriffe machen. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall nicht durchspielen. Nee. Auf keinen Fall. So, ist die nächste Gruft. Das sind ja so scheiß Spinnen. Ach, da ist noch eine. Hm. Warte, die Maut da drüben sieht irgendwie anders aus als die übrigen. Ich muss auf der Hut bleiben. Da seht ihr die Pfeile, die herauskommen? Boah. Echt gefährlich, Mann, echt gefährlich. Oh, diese Geschwindigkeit. Oh, das sind Hochgeschwindigkeitspfeile. Deine Seele ist mein kleiner Mensch. Ja, wenn ich das Spiel jetzt durchspielen müsste, dann wäre meine Seele weg. Das ist so. Ah. Oh, und wieder Skelette von hinten. Oh, wie einfallsreich. Oh, ich kann ja nicht mal Giftwolke benutzen, aber mit Feuerball, Autofeuer funktioniert irgendwie auch alles. Oh Gott. Rüstung 14, das hat 14, naja, egal. Egal. Das sind auch. Und wieso gibt es da keine Minimap? Das ist doch. Steuerung. Inventarfähigkeiten, Pause, Kompass. Ah, C. C. Ich drück C. Hm. Pause, Inventar, Dialog, Zauberfähigkeiten, Besitzfähigkeiten. Da gibt's wirklich keine Minimap oder so? Sag mal. War es dann am Ende doch zu viel verlangt, oder? Oh Gott. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell ein Spiel abgebrochen wie das. Aber ich spiele jetzt noch bis zu der letzten Gruft, wo wir die drei Schlüssel brauchen. Aber ich sag euch, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Das ist irgendwie. Ja. Also optisch ist es ja in Ordnung, aber.
Ich habe ein sehr gutes und gutes Gefühl bei der Sache. Ja, ich auch bei dem Spiel. Ledergebundenes Buch. Ein sehr dickes Buch. Ja, und was machen wir damit? Da ist Sackgasse. Oha, oha, ein Levelaufstieg. Oh, ich stehe mich mal. Oh, die Giftwolke ist wieder weg. So, kommt brav in die Giftwolke. Okay, ja, ein Stufenaufstieg. Was ist das? Mana-Haltung. Passiv. Toll. Erneuerung, Überredung. Du besitzt eine natürliche Gabe für den Handel und verkaufst zu höheren Preisen, weil du günstig einkaufst. Da hat man schon so wenig Fähigkeiten in dem Spiel und dann so ein Scheiß. Verbündete herbeirufen. Du kannst 3 Seelenverwandte an deine Stelle beschwören. Um dir in den Kämpfen beizustehen. Pff, aber bis Level 20 werde ich das bestimmt nicht anschauen. Also so, sowas gefällt mir ja immer, wenn man da irgendwie Minions herbeirufen kann, aber bis Level 20 warten? Nö. Nö. Mach ich mal noch einen Feuerball. Deine Herrschaft über das Feuer erlaubt dir nun, einen stärkeren Feuerball zu werfen, der mehr Feuerschaden anrichtet. Optisch ist er immer irgendwie noch dasselbe. Hm. Aber mehr Schaden. Oh Gott, oh Gott. Wie lange muss ich hier noch spielen? Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Oh Gott. Jetzt sterbe ich ja gleich mal. Also falls ihr irgendwie suizidgefährdet seid oder so, kauft euch das Spiel nicht. Ja, weil, ja, sonst, ja, kann es passieren, dass ihr noch suizidgefährdeter werdet. Und warum gibt es da keine Minimap? Also, das Spiel ist aus 2012 oder 2013. Da soll es doch langsam mal Minimaps Standard sein, dass es da eine Karte gibt oder so. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die ist da in die Enge und dann mache ich die Giftwolke.